Mein Name ist Markus Deppen, ich bin 54. Die Ärzte haben festgestellt, dass ich unter Schlafapnoe leide. Am Wochenende, ich habe nur noch geschlafen, keine Lebensqualität, wir haben nichts unternommen. Und dann ist der Zungenschrittmacher in mein Leben gekommen und dann ist alles anders geworden. Ich habe 25 Jahre, hat die Schlafapnoe bei mir angefangen. Wir schauen, was für Lösungen es gibt. Die Nasenoperation hat mir gar nichts gebracht. Die Zahnspange ist immer, wenn ich sie einsetzen wollte, ist mir hochgekommen. Das Negativ an der Maske ist, ich fühle mich eingegangen, ich habe mich eingegangen gefühlt, bin zur Nacht verwacht und habe die Maske weggerissen. Ich habe die Gelegenheit bekommen, an einem Herz zu telefonieren, der die gleiche Operation auch gemacht hat, und durfte ihm eine Frage stellen. Und er hat mir 3/4 Stunde Auskunft gegeben und nachher habe ich gewusst, das ist das Richtige für mich. Die Inspire-Therapie wird vom Patienten selber eingeschaltet. Jeden Abend, wenn er zu Bett geht, hat eine Fernbedienung. Und das Stimulationsgerät hat dann eine Startphase, damit man gut einschlafen kann. Wir haben verschiedene Nerven, können die Zunge in jede Richtung bewegen. Ein elektrischer Schrittmacher wird so angebracht, dass die Zunge im Mundraum nach vorne bewegt wird, ohne dass sie über die Zähne hinaustritt. Das medizinische Ziel ist eine Verbesserung der kardiovaskulären Risikofaktoren. Das heißt also des Risikos für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für erhöhten Blutdruck, für Diabetes, das durch die obstruktive Schlafapnoe bedingt ist. Der Herr Deppen hat eigentlich alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung mit der Inspire-Therapie erfüllt. Er war nicht stark übergewichtig, er hat in der Schlafvideoendoskopie ein gutes Verschlussmuster gezeigt. Die Operation ist ein mikrochirurgischer Eingriff und die Patienten können bei uns nach einer, zwei Nächten bereits wieder heim. Wir haben eine grosse Routine im Ablauf bei der Operation und bei der Nachbetreuung dieser Patienten bekommen. Was die Schmerzen betrifft, haben wir am Hals und im Brustbereich praktisch keine Schmerzen. Im Bereich des Brustkorb kann es durchaus mal ein paar Tage ein bisschen weh machen. Er hat mir einmal gesagt, wie dass es für ihn im neuen Leben ist. Also für ihn, so wie ich es mitbekommen habe, ist es wirklich ein, der Engländer sagt, Relief, also eine grosse Erleichterung, dass er jetzt das gemacht hat. Und für ihn war das wie Tag und Nacht. Ich habe mich bereit erklärt für Leute, die auch unsicher sind, wie ich es war, zum Fragen beantworten. Ich habe den Zungenschrittmacher seit 4 Jahren. Ich habe mich sehr gut daran gewöhnt und ich könnte mir kein Leben mehr vorstellen ohne.